Alle Frauen auf der Welt sind Töchter. Und ich bin auch eine Tochter. Die Tochter eines Försters. Und ich erzähle euch jetzt meine Geschichte. Und dann stellte mich Frank seiner Mutter vor. Katharina. Es war eigentlich gar nicht verabredet. Wir waren im Kino gewesen und saßen anschließend in einer kleinen Kneipe und tranken Apfelkorn. Ich wusste damals noch nicht, welche große Rolle Franks Mutter in seinem Leben spielte. Meinen Einwand, dass es schon spät sei, wischte er vom Tisch. Sie war auch ganz locker, als wir da plötzlich aufkreuzten. Sie kam in einem langen, blassrosa Gewand aus Seide an die Tür. Halblange, glatte, blonde Haare, stahlblaue Augen. Groß und schlank, sehr sportlich. Sie begrüßte mich freundlich, aber ihr Blick war durchdringend. Ich fühlte mich wie nackt und kam mir wie eine Landpomeranze vor. Ich hatte ein paar Pfunde zugenommen, was im Gegensatz zu Frank mir überhaupt nicht gefiel, und trug Jeans und eine khakifarbene Bluse. Sie sprach fließend Deutsch, aber mit einem harten Akzent und bat uns leise zu sein, da der Musiker nach einem Auftritt im Nebenzimmer schlief. Die Wohnung ging über eine ganze Etage und hatte zwei Eingangstüren. Sie lag in einer noblen Gegend der Stadt. Ich persönlich war noch nie ein Freund von Prunk, obwohl die Einrichtung sehr geschmackvoll arrangiert war. Viele Spiegel mit schweren goldenen Rahmen. Auf der riesigen cognacfarbenen Ledercouch lag ein Fell. An einer Seite des Wohnzimmers waren Regale, die bis zur Decke reichten, angebracht und mit Büchern aus dem 14. und 15. Jahrhundert bestückt. Franks bester Freund lästerte oft darüber und er meinte, Katharina habe die Bücher nach Gewicht gekauft und nicht nach Inhalt. Ein Zentner Buch. Eines der Bäder war komplett schwarz gefliest mit einem schwarz-weißen Mosaikboden. Das andere Bad war weiß mit goldenen Applikationen und Teppiche und Gemälde überall. Was soll ich das alles aufzählen? Auf dem Couchtisch mit Löwenfüßen stand eine teure Flasche Wodka. Katharina war sehr gastfreundlich. Und auch jetzt an dem ersten Abend ging sie gleich in die Küche und holte kleine Leckereien und forderte mich auf zu essen. Mir ist im Laufe der Zeit aufgefallen, dass wir Deutschen es nicht so mit der Gastfreundschaft haben. Egal, wo ich auch immer war und egal, wie arm oder reich viele Menschen aus Nationen sind, es wird immer sofort etwas angeboten. Bei uns zu Hause war das auch so. Ein Gast wird bewirtet, um ihm damit seine Wertschätzung zu zeigen. Ich glaube nicht, dass Katharina von der neuen Frau an Franks Seite begeistert war. Schließlich hatte sie eine teure Hochzeit ausgerichtet und die komplette Wohnungseinrichtung für ihren Sohn bezahlt. Katharina war Geschäftsfrau. Sie war Einkäuferin für eine bekannte Modemarke. Ich habe selten jemanden erlebt, der so geschickt mit Geld umgehen konnte wie sie. Dabei war sie außerordentlich großzügig. Die tollsten Geschenke, die ich in meinem Leben bekommen habe, habe ich von ihr bekommen. Nachdem ich Frank seiner Mutter vorgestellt hatte, trennten sich Frank und Bea. Frank zog vorübergehend zu seiner Mutter und ich fuhr, weil Weihnachten vor der Tür stand, nach Hause. Coming home for Christmas. Ich fand das so schön, das nach Hause kommen. Es ist so traurig, dass man irgendwann nicht mehr zu seinen Eltern nach Hause kommen kann. Meine Brüder waren da und wir hielten Bescherung wie immer und nach dem Heringssalat stand Frank vor der Tür. Ich war total überrascht. Es war gar nicht vereinbart. Aber meine Eltern bewahrten Kontenance. Er schenkte mir ein Plüschtier, den gelben Bibo aus der Sesamstraße. Meine Brüder haben sich wochenlang darüber lustig gemacht. Aber unser Dackel bekam ein rotes, schwanzledernes Halsband mit passender Leine dazu. Später gaben ihm meine Brüder den Bibo zum Spielen. Er hatte seine reine Freude daran. Meine Mutter schaute Frank irgendwann an und fragte, Sie sind doch verheiratet, wie denken Sie sich das mit meiner Tochter? Und Frank erwiderte, das wird sich weisen. Das wird sich weisen, dieser Spruch begleitet mich von nun an durch mein Leben. Wenn irgendetwas unklar ist und man keine Ahnung hat, wie das ausgeht, dann wird es sich schon weisen. Ich möchte mich heute einmal bei euch bedanken für das Zuhören und das Interesse an meiner Geschichte. Habt ihr Fragen? Nur zu. Ich beantworte sie euch wirklich gerne. Es wird noch so viel passieren. Das Leben ist eine Achterbahn. Hallo ihr Lieben. Ich hoffe, euch gefällt mein Kanal.
Also bitte fleißig abonnieren und auch die Glocke nicht vergessen. Ich verspreche euch, es wird noch sehr spannend.